Schönen Newton Tag und ein herzlich willkommen auf der Bantigo. Weiter geht's mit Marcel und Matze. Genau. Und der hätte sich auch mal ruhig melden können, der Schlumpf, aber das will er ja nicht, anscheinend. Also, ja. Also ich bin ein Schlumpf, bin blau und komme aus Schlumpfhausen. Oh. Guten Tag, mein Name ist Schlumpf. Bist du Schlumpferinchen? Nee, ist ein Mädchen auch. Das war ja gerade der Witz dran. Also. Hobby, merkst du was? Hm? Merkst du was? Ja. Nein? Das ist ein Schlumpf, du. Aber so ein richtiger. Schlumpfhausen. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Ja, da macht er lieber nicht so laut. Nachher gibt's Gekläme und Gebäme. Nicht so wie ich singe. Es reicht schon die Tonlage oder die Melodie. Ja, gut, dass jeder Ton bei mir schief ist. Nicht gerade. Nee, nicht gerade, schief. Ich treff keinen einzigen Ton. Ach Gottchen, du Armer. Deswegen frage ich mich bis heute, wie ich das geschafft habe, in Musik beim Singen meine 1 oder eine 2 zu bekommen. Wahrscheinlich, weil ich gewollt habe. Weil ich den Text kannte. Wahrscheinlich Mitleid. Oder so. Ja, und ich frage mich bis heute, wie ich meinen Englisch nur 1 bekommen habe. Vielleicht können. Ich kann kein Englisch. Ja doch, how do you do with a Gummischuh? Was willst du mit Schuh? How much is a fish? Wärst du? No. Who is a fish? Na. Na man in your Hong. Ich glaube, du hast es jetzt nicht gecheckt, worauf ich hinaus wollte. Ja, meine Fisch. Matze. Nee, du kannst das Lied nicht kennen, was ich meinte. Von H.P. Baxter. Ja und? Mir doch egal. Ja, dann kommen wir raus. Das war ein 90er-Jahre-Klassiker. Ach so, ja, da war ich schon da, ja. Was, da war es noch Quark im Schaufenster. Was, ja, und hab jeden gewunken. Der vorbeigegangen ist. Merkst du was? Auf der Fall wegen dir falsch und schief. Aber schief ist modern. Nee, schief ist Englisch und Englisch und ist modern. Englisch ist, genau. Was ist schief? Wenn schief ist Englisch und Englisch ist modern. So geht der Spruch und nicht anders. Hä? Ja. Nicht hä? Schief ist so. Schief ist so. Englisch ist schief. Modern ist schief. Hä? Nein, modern ist Englisch und Englisch ist modern. Hä? Jetzt bringst du mich selber schon durcheinander. Bobby. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. So, jetzt haben wir's. Oh Mann, wir haben ein an der Waffe. Und das nicht nur sowieso. Einmal. Wie sag ich immer, Menschen ohne Macken sind Kacke. Ach, wir haben irgendwas genommen heute, ich weiß auch nicht. Ja, was? Weiß nicht, irgendwas. Käse. Der würde ja ab und zu nochmal schmecken. Oder riechen. Eins von beiden. Na, boah, ja. Ne? Mein Freund hatte heute in der Schule, ne? Türkischen Tee mit, ne? Er wäre ja fast nur früh geflogen, so hat es gerochen, ne? Türkischer Tee, er hat einen sehr intensiven Geruch. Hab ich ja nochmal bemerkt. Aber es kommt immer darauf an, was es für einer war, ob das Kümmel oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, die haben extrem, manchmal auch guten Geruch, aber auch manchmal auch, keine Ahnung. Doppelappel zum Beispiel. Was?
Hat er gerade gesagt? Also ich habe das jetzt gerade auch zwar nicht verstanden. Irgendwas mit Doppelapfel. Also, ja. Darauf stehen die Türken ganz speziell drauf. Apfel. Nicht gegen Türken. Aber ich habe da mal so einen Tee versucht, so einen Apfeltee mit, also doppelt gemoppelter Tee drinne. Oh, älter Schwede, ist der stark. Ah, war nicht meins. Na ja, gut, es kommt immer darauf an, das ist ja eine andere Kultur. Ja, auf alle Fälle. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gegen Türken. Und die haben halt einen ganz anderen Geschmack. Ich finde auch zum Beispiel, die haben so ein Gebäck, das ist im Prinzip... Baguette. Nee, das ist was anderes. Ich komme mal drauf. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Das ist voll mit Zucker. Ja. Aber es schmeckt richtig gut. Da bin ich, wo ich in Stuttgart gewohnt habe, da hatte ich ja einen Chef, der war Türke. Und der hatte mich da ab und zu mal mit sowas da eingeladen. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Das war lecker. Ne, und das, man muss es mal so sagen, das ist, du nimmst wirklich nur so ein oder zwei von den Teilen und da bist du Papa satt. Ja. Und ich glaube mal meistens, also wir werden maximal eins davon essen und da sind wir schon Papa satt. Weil nee. Doch, weil die sind so, das ist so süß. Du darfst das sowieso nicht essen, Marcel. Ja, das ist sehr schön. Das Ding hat ungefähr 30 Kalorien. Soll gleich von Stuhl springen oder später? Nee, das ist kein Witz. Das sind 30 Kalorien. Nein, da geht doch kein Mensch runter. Ja, du musst es immer so sehen. Die benutzen das, glaube ich, für ihren Tee, ne? Das ist da, ja. Wie bei uns Eierblitze. Nein. Das kennt ihr auch nicht. Eierblitze? Eierblitze. Oder Pfannkuchen. Ihr müsst es vielleicht unter Pfannkuchen kennen. Das ist ja überall, heißt ja auch überall anders. Ja, Pfannkuchen, ja, kenn ich, ja. Heute erst gekocht sogar. Also ich habe. Bei uns heißt es Eierflinze. Pfannkuchen sind bei uns die Berliner oder Krapfen oder wie auch immer sie alle im Westen heißen. Das sind bei uns die Pfannkuchen. Und das ist auch gut so. Welche Kultur sind wir jetzt eigentlich? Baguette. Baguette? Baguette ist Frankreich. Ja. Können doch alle Französisch. Nee. Naja. Also, ich kann zwei Sachen auf Französisch. Und Papa? Der bestimmt ein bisschen mehr, weil er ab und zu mal in Frankreich unterwegs war. Jein, also, ich will mal so sagen, also ich habe mir nicht viel behalten von dem, was ich in Englisch. Sag doch einmal Baguette, dann hast du schon einen. Nee, Baguette ist ja in dem Sinne ja nur einfach ein Brötchen. Ja, Brötchen. Oh. Baguette. So. Stimmt, Herr Christian. Merci, bonjour, d'accord. D'accord weiß ich auch gar nicht mehr, was richtig heißt. Nur danke oder sowas. Oder merde. Keine Ahnung. Merci. Merci. Nee. Aber dieses Merde, wenn du das richtig aussprichst, dann heißt, das ist eigentlich im Prinzip ein Schimpfwort. Oder das andere, was ich auch noch weiß, das ist Putain. Das ist auch ein Schimpfwort. Und wenn du das die ganze Zeit von einem hörst und der schreit die ganze Zeit nur oh, oh, oh und dann immer dieses ganze Wort die ganze Zeit, ne? Und dann irgendwann ist es im Kopf drin hängen geblieben. Und der meinte, ich weiß nicht genau, was es ist oder wie ich das heißt. Ich möchte es auch gerne auch gar nicht wissen. Ich glaube, wir wechseln über die Kultur, ne? Und
Was gibt's noch so für schöne Kulturen? Kova. Was? Kova. Was ist denn? Das ist Polska. Polski, genau. Das kenn ich nicht. Naja, das... Ich weiß nur, Polen klauen gerne. Das ist nicht gesagt. Meistens stecken da Deutsche dahinter. Genau. So. Meistens steht da wirklich. Das ist einfach nur Auftrag. Ja. Wow. Manchmal ist es einfach nur Auftrag. Aber, weißt du was, ich musste aber letztens selbst lachen. Warum? Hatte ich im Internet gelesen. Es gibt auch bei Facebook so eine Seite, gestohlene Fahrzeuge. Da wurde in Zielodagora ein 7er BMW gestohlen, vermutlich nach Deutschland. Ah ja. Okay. Ich glaube, wir wechseln dann doch mal immer wieder die Kultur. Was für eine Kultur, Marcel? Wir haben doch gar keine Kultur hier so wirklich. Ah, was für eine kalte Tür. Ja, die kalte Tür. Die kalte Tür kann auch mal ganz doll Aua machen. Ich glaube, du hast jetzt nicht verstanden, was ich meine damit. Oh. Nein, guck mal. Mit kalte Tür meine ich kalt. Ja. Ja, jetzt hat er selber gerade den Faden verloren. Ist in Ordnung? Okay. Weil ich die ganze Zeit lachen muss. Nein, warte, guck mal, ich habe doch gerade Kultur gesagt, ne? So. Ja, ist schon klar. Kalte Tür. Kultur, ne? So, also wir wechseln dann mal die kalte Tür, ne? Also. Ja. Ich sag mal. Man doch. Sollte auch mal das Schneidwerk senken, ne? Poppy, ich geb dir einen Tipp. Das jetzt brauchst du das doch nicht machen, jetzt ist es schon gesenkt. Dieses komische Teil, was du da vorne dran hast, das muss unten am Boden. Ach nee, liegen. Ach nee. Da! Amerika! Ja, aber also. Amerika ist Englisch. Ja. Und Englisch ist schief. Aber amerikanisches Englisch. Wäre komisch. Amerikanisches Englisch. Die haben nochmal ein ganz anderes Englisch wie die Engländer. Richtig. Ja, wie gut, dass ich nicht in England bin. Das ist britisch Englisch und das ist amerikanisch Englisch. Und britisch Englisch, hä? Ja. Ja, britisch Englisch lernst du in der Schule. Ja, das kenn ich so irgendwo, ja. Ja, und das Problem ist, meistens kannst du mit dem britisch Englisch in amerikanisch Englisch nicht groß was anfangen. Der Dorf, ja, und sag mal, hallo. Ja. Die groben Sachen stimmen ja schon überein, also, aber die Aussprache so ist an. Ja, genau. Die Aussprache. Will ich jetzt da hingehen und sagen, hallo, würden die mich nicht verstehen, oder was? Doch, das ist doch. Das schon. Also, das ist doch. Aber andere Sachen, ich weiß es nicht, die werden so mehr so britisch gesagt, also. Ich weiß nicht genau was, aber... Gut, ich glaube, es ist dann doch mal wieder die Zeit, wieder die Kultur zu wechseln, ne? Was nehmen wir diesmal? Wir nehmen den Marcel als Kultur. Nee, ist wenig dabei, also... Wenig Gehirn dabei, also... Passt nicht. Asiatisch. Nee, Kultur wechseln. Ah, Deutschland. Ne, können wir ja alle. Also. Ozeanisch. Blub, blub. Wir sind hier nicht bei Findet Nemo, ja? Nicht? Haben wir doch schon gefunden. Fliegt doch gerade vor meiner Nase weg. Ist ein Vogel, ne? Blub, 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 blub. Nee, ich glaub, wenn er taucht, ich glaub, dann... Ja, und dann macht sie noch blub, 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 blub. Sag mal, ist grad bei dir Nemo oder so? Nemo oder so? Blub, 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 blub. Ja, ist da, gut.
Meine Güte, sind wir heute wieder schräg drauf. Wann sind wir mal nicht schräg drauf? Niemals nie, wa? Frag mich mal was Leichteres. Krieg ich das jetzt noch mit rein hier, oder was? Ja, ich krieg's doch rein. Okay. Und sogar noch ein Stück von der anderen. Yeah! Ich zieh die Linie weg. Ich glaub das nicht. Also eins weiß ich. Kulturen ist nicht unsere Sache, gut. Nee, der MB-Truck hat mit dem Ladewagen echt zu kämpfen. Bin ich. Wer ist denn am Gewinn? Wie viel steht's denn? Der Ladewagen. Der Ladewagen führt haushoch mit Minimum 20 zu 0. Ja, wenn nicht, tausche auch das Fahrzeug. Wir sind ja jetzt sowieso fertig. Sehe ich gerade. Wieso fertig? Na, mit Mähen. Mit Mähen, sagt er. Guck noch mal hinten das eine andere Feld, hinten am an der Grenze. An der Dingsgrenze hier. Mapgrenze. Muss aber aufpassen, ne? Man kann da auch runterfallen, ne? Am Feld 24, das ist immer noch im Wachstum. Nein, das andere. Das Feld 23? Das ist auch noch im Wachstum. Bin ich doch. Okay, gut. Nee, ich habe jetzt nur gefragt, wie ich das da. Das Komische ist aber, das zeigt auch nichts an. Gehört dir, Gras im Wachstum. Ja, aber im Escape-Menü zeigt es nichts an. Ja, was? Achso, warte mal. Das ist Wachstum. Oder ist da irgendwie noch was vergessen worden? Nee. Ich hatte bloß Gras noch aus. So, na ja, gut. Also hast du wieder den Poppy gemacht? Nee, den Tom. Okay. Er hat den Tom gemacht. Ah ja, gut. Nee, ich fahre das jetzt mit dem hier weiter und dann ist gut. Du könntest rein theoretisch, wenn du willst, dir den Schwader schnappen. Und Feld 3 als Schwad legen. Wäre eine Maßnahme, oder? Namen Maßnahmen. Und dann ist meiner Fall belegt, manchmal. Du kannst sie auch gerne den kriegen. So ist es nicht. Nee. Der ist belegtes Brötchen. Ich hab doch noch mein Zetti. So, du kannst ihn auch das haben. Das ist ein Zator. Ein Zetti. Zator. Zetti. Dann hätte ich mir den Dings geholt, mein Johnny. Ist nicht das Problem. Guck mal, dann kannst du auch machen. Ich mache sowieso erstmal noch den E303 sauber und muss ja sowieso noch erstmal reinfahren. Ja, also meiner könnte auch mal wieder in der Waschmaschine. Ja, wenn du deine Arbeit erledigt hast. Mach jetzt hier nicht den Grulli, ja? Ich muss mal kurz waschen gehen. Ey, das ist furchtbar bei dem Mann. Naja, boah. Arbeit. Oh, der ist dreckig. Ich muss waschen gehen. Furchtbar. Naja, bei mir wäre das Witzige. Das ist mehr als furchtbar. Soweit ich vielleicht 20 Minuten auf dem Feld wieder bin, könnte ich dann wieder fahren. Ne? Ja. Deswegen, das sagen wir ja Grudi auch immer wieder, weißt du? Du kannst doch gleich auch wieder fahren. Du bist doch noch gar nicht fertig mit deiner. Egal, der ist jetzt dreckig, der muss gewaschen werden. Aber das geht in so oft Keks. Richtig. Und das ist irgendwo belastend manchmal, ja. Team. Also ich bring dir mal kurz dein. Es ist kein Problem, wenn man nach der Arbeit
den Waschenpferd, weißt du? Das dagegen sagt kein Schwein was. Na gut, also ich putze mal manchmal auch nicht. Also. Ja, ich auch nicht. Ja, der vergisst auch ab und zu mal die Werkstatt. Und wundert sich, warum er halt auf einmal nicht mehr fährt. Hm? Ja. Du! Nee, also hier ist noch alles dran. Also alles originale Teile. Also. Hm? Hm? Lack noch dran, alles noch da. Was hast du denn? Jo. Also Poppy, wenn du magst, kannst du gerne dir dein grünes Ungetüm. Oh, aber wir sind fertig, ne? Du, fertig sind wir auch so, Zeit, oder? Die Zeit sagt, Tick Tack vorbei. Ah, die Glocken von Rom läuten schon. Ja, genau. Time to say goodbye. Nee, also. Du hast angefangen. Ja, ich sag doch. Nö. Doch, oder was? Ach nee, ich glaube, du warst. Ach, ist auch scheißegal. Also, denkt an die Kommis und an die Däumchen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.